Dann rufe ich auf Top 9 der Tagesordnung die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zu dem Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern. Und als Erste, und ich darf Sie ans Rednerpult bitten, darf ich Frau Sülmez von den Linken. Berichterstattung, Entschuldigung, zur Berichterstattung rufe ich Herrn Frömmrich auf. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Beschlussempfehlung und Bericht. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Aber jetzt sind Sie dran, Frau Sülmez. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In unserer letzten Debatte zu diesem Gesetzentwurf habe ich eigentlich versucht aufzuführen, warum wir diesen Staatsvertrag, warum wir den ablehnen. Ich meine, eigentlich ist ganz klar, ein Staatsvertrag, der Abschiebungen erleichtern soll, lehnen wir ab, weil wir Abschiebungen generell ablehnen. So einfach ist es eigentlich. Und von Seiten des Hauses wurde mir ja vorgeworfen, ich hätte damit am Thema vorbeigeredet. Ich weiß, dass das heute auch wieder geschehen wird. Aber auch auf diese Gefahr hin gibt es doch so einige Punkte, die man ansprechen muss und nicht oft genug ansprechen kann. Wenn sich die Landesregierung schon jetzt eben, ja, wenn die Landesregierung eben sich Abschiebungen erleichtern will, wenn die Landesregierung vorhat, Abschiebungen zu erleichtern, dann muss sie sich natürlich auch mit dem Thema der Abschiebung an und für sich auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Ich weiß gar nicht, was sie für ein Problem damit haben. Und da gehe ich auch noch drauf ein, keine Sorge. Dann wird aber immer auf geltendes Recht und Gesetz verwiesen. Aber, meine Damen und Herren, wenn Recht und Gesetz zu Unrecht werden und führen, dann gilt es eben, dieses Gesetz zu verändern. Ich denke, dafür sind wir alle ja auch hier unter anderem. Und das ist eben der Fall. Das ist eben der Fall, wenn es um Abschiebung geht. Und deshalb denke ich, sollten wir dieses Thema Abschiebung generell thematisieren. Doch, auch jetzt, jede Gelegenheit muss genutzt werden, um zu debattieren. Und wir sind da übrigens auch nicht alleine. Wir sind da übrigens auch nicht alleine und auch nicht damit, dass bei diesem Thema jetzt genau darüber diskutiert werden soll, nämlich die Flüchtlingsräte kritisieren ihre Politik der Abschiebung und auch diesen Staatsvertrag vehement. Und wenn Sie hier in der Debatte aber nur die Menschen, die die Maßnahmen durchführen sollen, wie es in der letzten Debatte eben der Fall war, nur im Blick haben und diejenigen, die von den Maßnahmen aber betroffen sind, komplett außer Acht lassen, ja, dann zeigt es doch einmal mehr, wie wichtig es ist, auch diese Perspektive in die Debatte einzubringen. Und nichts anderes haben wir getan und nichts anderes tun wir auch heute, meine Damen und Herren. Der Herr Innenminister hat ja hier das letzte Mal aufgeführt, im Staatsvertrag gehe es lediglich um den Transport ausreisepflichtiger Personen über Landesgrenzen hinweg. Es geht aber nicht um Transportgüter, wenn Sie schon so dabei sind, zu sagen, so ist es. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen, und wir müssen uns darüber im Klaren sein, meine Damen und Herren, dass hinter den Abschiebungen keine abstrakten Fallnummern nur liegen, sondern Menschen mit einem Leben und mit einer Geschichte, meine Damen und Herren. So soll aktuell beispielsweise ein Aktuell soll beispielsweise ein 22-jähriger Pflegehelfer aus Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, abgeschoben werden, der seit seinem 15. Lebensjahr in Deutschland lebt und gerne
und gerne. Sehr wohl hat das etwas damit zu tun, weil mit diesem Staatsvertrag soll erleichtert werden, dass diese Menschen abgeschoben werden, länderübergreifend begleitet werden sollen. Sehr wohl hat das etwas mit diesen Menschen zu tun. Um die geht es nämlich hier. Genau um diese Menschen geht es hier. Und deren Geschichte will ich Ihnen hier einmal aufzeigen, damit Sie sehen, was Sie mit Ihrem Staatsvertrag und was Sie mit Ihrer Politik eigentlich anrichten, meine Damen und Herren. So, es soll ein, da bin ich ja drauf eingegangen, Recht und Gesetz, ja, Gerichte haben das entschieden, das ist aber genau das Gesetz, was hier in den Parlamenten verabschiedet wird. Dafür sind Sie da, um diese Gesetze zu verändern. Ja, die Gesetze ändern. Ja, die Gerichte entscheiden nach Gesetzen, wie es meine Kollegin gesagt hat. Und das sind Sie, die diese Gesetze hier einbringen. So, dieser 22-jährige junge Mensch, der eigentlich gerne eine Pflegeausbildung machen sollte, kann das aber nicht machen, will, kann das aber nicht tun. Der Arbeitgeber würde das sogar befürworten. Aber es geht nicht, weil er seine Identität nicht nachweisen kann, aus Gründen, die er selber nicht zu verantworten hat. Hören Sie auf, mit der Hand zu schütteln. Hören Sie lieber zu. Wie gesagt, es geht um Menschen. Ich sage es Ihnen vielleicht noch einmal. So. Und das hat sehr wohl was. Das habe ich Ihnen auch schon erzählt, warum das was zu tun hat mit Ihrem Staatsvertrag. Aber ich meine, wenn Sie sich jetzt nicht mehr konzentrieren können, dann kann ich auch nichts dafür. Dann sind Sie wenigstens ruhig. So. Dieser Mensch, der abgeschoben werden soll, der muss den Kriegsdienst antreten in seinem Heimatland, obwohl er eigentlich den Kriegsdienst verweigern würde, obwohl er gegen den Kriegsdienst ist. Aber er muss den entweder antreten oder aber er geht ins Gefängnis. So, da würde ich mir mal die Frage stellen, was ist mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit dieser Menschen? Ein weiteres Beispiel, auch wenn Sie es nicht hören wollen, eine 57-jährige Kurdin aus dem Irak, die seit 24 Jahren in Nürnberg mit ihrer ganzen Familie lebt. Sie soll ohne ihren Ehemann, ihre Kinder und mittlerweile Enkelkinder ihr Leben weiterführen im Iran. Auch sie hat einen festen Arbeitsvertrag. Sie hat erfolgreich einen Sprach- und Integrationskurs absolviert, mit der Hoffnung, eingebürgert zu werden. Stattdessen soll sie jetzt abgeschoben werden. Drei Altenpfleger, diese Fälle haben wir hier noch nicht aufgeführt, und Sie kümmern sich ja nicht darum, also kennen Sie diese Fälle auch noch nicht. Drei Altenpfleger iranischer Herkunft, ebenfalls sehr gut integriert, leisten einen sehr wichtigen Beitrag übrigens für die Gesellschaft in Zeiten des Pflegenotstands und in Zeiten der Pandemie. Auch diese sollen abgeschoben werden. Meine Damen und Herren, übrigens sind das alles Menschen aus unserer Mitte. Keine Fremden also, so wie wir es in den letzten Tagen immer wieder zu hören bekommen seit den Hanauer Attentaten, meine Damen und Herren. Es sind Menschen aus unserer Mitte, die ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und das sind nur einige wenige Beispiele von Menschen, die da zur Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen durch die Bundesrepublik zu ihrer Abschiebung gebracht werden sollen. Im Klartext heißt es, gegen ihren Willen an einen anderen Ort verbracht werden sollen. Ich meine, ich wollte das nur einmal in Erinnerung rufen, weil das hier in der Debatte vor lauter über Optimierung von Maßnahmen und Vermeidung von Zuständigkeitslücken eindeutig zu kurz kommt, meine Damen und Herren. Aber es kam ja jetzt der Einwand, ich hätte die Polizeibeamten nicht beachtet in meiner letzten Rede. Da sage ich auch gerne etwas dazu. Natürlich ist es so, dass diese Menschen von diesen Maßnahmen eben betroffen sind. Das ist klar. Und in der letzten Debatte wurde das auch von zwei ehemaligen Polizeibeamten aufgeführt, dass eben Abschiebungen auch für die Polizeivollzugsbediensteten sehr belastend und spannungsbeladend seien. Oder Sie haben das gesagt, Frau Faeser. Ich meine, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Und das ist auch kein Wunder. Denn wenn man Menschen aus ihrem Leben reißt und gegen ihren Willen an einen anderen Ort bringt, ja, dann ist das doch klar, dass das hoch emotional wird. Das ist verständlich. So, und mit dieser Wut, Empörung und Trauer, dem sind dann natürlich diese Menschen ausgesetzt. Und damit sind sie konfrontiert.
Die müssen aber diese Maßnahmen durchführen. Und deshalb ist es umso unverständlicher für uns, für mich, dass Sie schon jetzt innerhalb Hessens Wachpolizisten dafür einsetzen. Wachpolizisten, die gerade einmal eine 18-wöchige Ausbildung genossen haben, meine Damen und Herren. Und Herr Hering von der CDU sprach in der letzten Debatte davon, Wachpolizisten seien sogenannte empathische Spezialisten. Ich denke, Herr Hering, diese Feststellung kommt wohl eher aus dem Bereich Ihres Wunschdenkens als aus der Praxis. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen das so sagen muss. Ich meine, ich verstehe ja, dass Sie alle die Entlastung für den Polizeivollzugsdienst herbeiführen möchten. Aber dann müssten Sie sich bitte besser für gute Arbeitsbedingungen und eine gute Arbeitsatmosphäre bei der Polizei einsetzen, sodass der Beruf für mehr Menschen attraktiv wird und nicht eben die Arbeit, die eigentlich von der Polizei zu verrichten wäre, den Wachpolizisten unter schönen Worten zuschieben. Nun wollen Sie die Wachpolizisten nicht nur innerhalb Hessens, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg für Abschiebung einsetzen und schreiben es in diesen Staatsvertrag zum Zwecke der Rechtssicherheit. Ja, in der Tat, meine Damen und Herren, in der Tat, Menschen brauchen Rechtssicherheit. Und auch dazu wäre ein Perspektivwechsel eigentlich wünschenswert gewesen, wenn wir über diesen Staatsvertrag schon debattieren. Was glauben Sie denn? Was glauben Sie, wie viel Rechtsunsicherheit unter den Betroffenen und ihren Familien in den vergangenen Wochen vorherrschte, angesichts der völlig unklaren Lage wegen der Pandemie? Frau Sönmez, kommen Sie bitte zum Schluss. Die von den, zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. 10 Minuten. Ja. Ja, das ist gut, die muss man Ihnen ab und an hier aufführen. Ja, und viele von diesen Flügen wurden zwar storniert, aber immer noch ist es so, dass Menschen, die in Abschiebehaft saßen, jetzt zwar umverteilt wurden, aber eben immer noch voller Ungewissheit in Haft sitzen und nicht wissen, was mit ihnen passiert und ob sie womöglich in ein Land abgeschoben werden, wo keine Sicherheit besteht für ihr Leib und ihr Leben. Und an dieser Stelle hätte man sich auch wünschen können, dass die Landesregierung sich ein bisschen um die Rechtssicherheit sorgt. Und das hätten Sie auch tun können, indem Sie zumindest einen mehrmonatigen Abschiebestopp erlassen. Und wenn Ihnen jetzt Rechtssicherheit also so wichtig ist, wie es bei dem Staatsvertrag der Fall ist, dann könnten Sie ja einmal über einen solchen Abschiebestopp nachdenken, nachdem Sie diesen Staatsvertrag ja jetzt nun hier durch den Landtag bringen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes darf ich Herrn Hering von der CDU ans Rednerpult bitten. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Faeser, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, ich gebe gerne zu, dass ich mich schon manchmal frage, was sollen eigentlich mehrere Gesetzeslesungen, wenn sich am Sachverhalt ja doch nichts ändert, ebenso wenig an der Sichtweise der Fraktionen. Das Abstimmungsverhalten ist ja im Grunde schon vorherzusehen. Doch gerade bei dieser Debatte wird nicht nur die Sinnhaftigkeit, sondern auch die Notwendigkeit einer wiederholten Befassung deutlich. Mir persönlich geht es dabei auch um Lehren, die ich aus der Diskussionskultur und dem Umgang mit der Sache ziehe. Ja, sozusagen eine Art Reflexion oder Hausaufgabe nach der letzten Sitzung. Der Aufforderung von Frau Sönmez, dann machen Sie es doch, komme ich heute nach. Gemeint ist eine überarbeitete Rede als meine Reaktion auf sachfremde Einlassungen und Polemik. Bekannterweise können ja Wiederholungen, so auch die heutige Debatte, eine Verfestigung des Sachverhalts bewirken. Dazu bedarf es aber der Auseinandersetzung mit den Sachargumenten. Denn destruktiv und vielleicht sogar gefährlich wird es, wenn man zu großen Teilen am Thema vorbeiredet, geleitet von Unsachlichkeiten und Emotionen.
Dabei gestehe ich gerne zu, auch heute wieder, und das blenden Sie bitte auch nicht aus, Frau Sönmez, dass diese Debatte in Zusammenhang mit einem sensiblen, hochemotionalen Thema steht. Aber im Kern geht es heute um nichts anderes als um die Entlastung unserer wahrlich geforderten Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten. Auf keinen Fall geht es um Einschränkungen oder Benachteiligungen im Asylverfahren, auch nicht um Erleichterungen von Abschiebungen. Um die Polizei effektiv von den umfangreichen, aufwendigen und im Dienstbetrieb schwer zu kalkulierenden Rückführungsmaßnahmen zu entlasten, muss nun einmal Rechtsklarheit hergestellt werden. Mit der Beseitigung rechtlicher Unsicherheiten geben wir hier am Beispiel auch unserer Wachpolizei die Möglichkeit für wirkungsvolle Entlastung. Manchmal höre ich Kritik an der 18-wöchigen allgemeinen Grundvorbereitung der Wachpolizei. Sie wird dann als zu kurz empfunden. Gerade da sehe ich jetzt umso mehr Kapazitäten für eine Professionalisierung, nämlich durch spezielle Beschulung, Fortbildung und natürlich alles bei geeigneter Persönlichkeit. Ich habe gesagt, durch wiederholte Praxis und Beschulung. Ich kann nicht für alle Wachpolizisten sprechen, ob die spezialisiert geeignet sind. Mit der zweigeteilten Laufbahn haben wir in Hessen die bestqualifizierteste Polizei mit größtmöglicher Verwendungsbreite und Entwicklungspotenzial. Für reine Rückführungen kommt es aber nicht auf Bachelorstudium, nicht auf Verkehrslehre-Expertisen oder vertiefte Erkenntnisse in Kriminalitätstheorien oder eine Thesisarbeit an. Diese sind in Hessen dank der zweigeteilten Laufbahn Standard und bieten bestmögliche Verwendungsbreite und Laufbahnvoraussetzungen. Aber dieser bedarf es eben nicht bei Rückführungen. Hier kommt es vielmehr auf gefestigte Persönlichkeiten, auf Empathie, auf Lebenserfahrung, auf Menschlichkeit an, auch auf interkulturelle Kompetenz. Wie gehe ich mit einem Moslem um, der den Koran bei sich trägt? Wie verhalte ich mich? Wie gehe ich mit diesem Buch um? Für eine effektive Entlastung unserer Polizei. Es geht um die effektive Entlastung unserer Polizei und die menschliche Begleitung der Betroffenen. Menschlichen und respektvollen Umgang brauchen aber nicht nur die Betroffenen. Den müssen die auch den anderen, in diesem Fall unserer Wachpolizei, entgegenbringen. Menschen im Vollzugsdienst sind und bleiben auch Menschen. Ich denke, ich orientiere mich nicht nur am Thema, sondern auch an Ihren Ausführungen und erlaube mir so zu sagen, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe und noch eine Bitte äußere. Wenn Sie gestatten, eine Hausaufgabe ja, an Sie von der Fraktion DIE LINKE oder zumindest an Sie, Frau Sönmez. Es geht um die Bitte um Selbstreflexion, damit zukünftig fehlgeleitete Diskussionen oder zumindest Fake-Phänomene vermieden werden. Ein Beispiel und keine Kleinkariertheit, bei dem ich auch gern die Vorsitzende, die Frau Wissler, mit in die Pflicht nehmen möchte. Frau Sönmez, Sie sprachen in Ihrer letzten Rede von gewaltvollem Verbringen. Auf meine empörte Nachfrage stellten Sie richtig, Sie meinten Verbringen gegen den Willen. Das ist ganz schlimm, was Sie jetzt machen. Sie setzen das gleich. Und die Folge dessen haben wir gemerkt, dass Frau Wissler dann hineingerufen hat, Gewalt hat es doch da auch schon gegeben. Das kann ich auch nicht ausschließen. Aber das wollten Sie nicht sagen, dass es Gewalt dabei gibt. Sie haben gesagt, Sie wollten sagen gegen den Willen. Also, Sie sehen doch, was ich meine. Wenn die Aussage gegen den Willen mit Gewalt voll gleichgesetzt wird und dann Gewaltanwendungen zur Sprache kommen, sind wir in der Gefahr, nicht nur am Thema vorbeizureden, sondern dem Fake-Phänomen zu erliegen. Fake-Argumente kommen eben nicht immer nur von der anderen Seite. Andererseits darf man auch für sich selbst nicht immer das Monopol auf Menschlichkeit beanspruchen. Und so lasse ich meiner Fraktion
und vielen weiteren übrigens hier im Saal weder Unmenschlichkeit noch ein Mitschuldigmachen unterstellen. Wir ringen nach Lösungen zur Aufrechterhaltung unseres Asylsystems. Ein Beleg, das ist natürlich ein Totschlagargument. Ich kann die Wahrheit nicht ausblenden. Ich denke, ich bemühe mich sehr um Sachlichkeit. Ich bin auch nicht spöttisch. Und ich denke, Sie haben verstanden, dass das gefährlich ist. Ich muss es noch einmal sagen, wenn ich gegen den Willen mit gewaltvoll gleichstelle. Das kann man ausschlachten, das kann zu Emotionen führen, die wir nicht mehr einfangen. Ein Beleg dafür, dass ich hier nicht falsch liege, Frau Sönmez und sehr geehrte Damen und Herren der LINKEN, ich möchte natürlich nicht immer mich nur auf Sie konzentrieren, aber es muss nun einmal klargestellt werden, in der letzten Debatte hatte nicht nur ich als Redner der CDU, sondern auch die Redner von SPD, Grünen und FDP einen Großteil ihrer Redezeit darauf verwenden müssen, sie zurechtzuweisen, um den Blick wieder auf das eigentliche Thema zu lenken. Das war eine Zurechtweisung, das wurde sogar belegt. So sehr ich beim Thema Flucht, Vertreibung und Asyl sehe. Gut, gut, ich kann das aber nicht zurücknehmen. Es war angesichts Ihrer polemischen Ausführungen schon auch eine Zurechtweisung. Das kann ich. Ich würde es gerne jetzt hier runterbiegen, aber ich kann es nicht. So gerade muss ich jetzt bleiben. So sehr ich beim Thema Flucht, Vertreibung und Asyl sehe, und das müssen Sie auch anderen zugestehen, dass es um menschliche Schicksale geht, die auch Emotionen hervorrufen können. Und ich scheue mich auch nicht vor Überspitzungen, auch nicht vor Eskalationen. Aber in dieser Debatte war das verbale Draufhauen mit sprachlichen Ungenauigkeiten und Unseriositäten nicht nur am Thema vorbei, sondern ein Bärendienst für alle Beteiligten. Umso wichtiger ist jetzt der Blick nach vorne. Die Argumente im Staatsvertrag sind gut begründet. Die Hintergründe sind sehr gut beleuchtet. Man geht ins Detail. Die Entlastungsmöglichkeiten durch gut ausgebildete und vor allem rechtlich und persönlich gefestigte Menschen sind ein notwendiger Beitrag, unser vorbildliches Asylsystem zu stützen und am Leben zu halten, auch und gerade im Sinne der Schutzsuchenden. Danke schön.